So, hier ist aber heute Abend keiner von den Grünen, oder? Nicht, dass hier irgendwo noch so ein Grüner rumlungert und mich mit seiner kranken Ideologie ansteckt. Ne? Weil zum Glück hat der Markus Söder die Grünen ja längst durchschaut. Ne? Der Söder hat den Röntgenblick. Ne? Darum guckt er auch immer so verstrahlt. Hier, jetzt alles im wörtlichen Zitat von der Nürnberger Presswurst. Die Grünen sind mittlerweile der Armutstreiber in Deutschland geworden. Woran erkennt man Grüne? An den Waschgewohnheiten. Die Grünen sind ein Sicherheitsrisiko für dieses Land. Stellt euch vor, ein Kindergeburtstag soll mit Brokkoli und Karotten zum Erfolg geführt werden. Genau, auf so einem ordentlichen bayerischen Kindergeburtstag, da gibt es Weizenbier und ein halbes Schwein auf Toast für die adipösen Blagen. Natürlich, endlich sagt's doch mal einer. Beim Söder geht's ja nicht mehr um politischen Anstand, sondern um populistischen Zustand. Ich meine, alle reden immer über die Spaltung der Deutschen. Aber der Söder hat doch endlich wieder mal einen gemeinsamen Nenner erkannt. Ganz Deutschland ist sich einig. Die Grünen sind schuld. Und warum? Ja, warum denn nicht? Ja, bitte Sie, die Grünen haben doch alles kaputt gemacht. Erst haben sie über Jahre verhindert, dass in Bayern Windräder gebaut werden. Und jetzt wollen sie keinen Atomstrom. Und wäre der Hofreiter 2022 mit seinem Lastenrad nicht in Russland einmarschiert, hätten wir auch immer noch billiges Gas. Ne? Natürlich, die Grünen sind doch völlig verrückt. Und jetzt reden die auch noch von feministischer Außenpolitik. Nur weil da eine menstruierende Person die Frühstücksdirektorin macht. Ja, sind die denn komplett bekloppt? Wofür hat denn Friedrich Merz jahrelang auf der Ersatzbank rumgelungert, wenn jetzt Frauen die spannenden Jobs kriegen? Ne, das Letzte, was wir brauchen, sind weibliche Perspektiven. Ja, entschuldigen Sie mal, Außenpolitik, das ist eine Testosteronparty. Wenn der Macron dem Donald Trump die Hand gegeben hat, dann ging es minutenlang nur darum, wer zuerst blinzelt. Da geht's um Stärke, ne, und nicht um dieses Weiberzeugs. Unsere Außenpolitik war doch immer so erfolgreich, weil wir auf alle Werte geschissen haben. Ne, und wenn man sich den neuen europäischen Asyldeal anschaut, dann merkt man doch sofort, jetzt geht's plötzlich um so Dinge wie Humanismus und Solidarität. Ne, und zwar in Haftlagern direkt an der Grenze. Sowas hätte es doch unter dem Kanzler Friedrich Merz nie gegeben. Die Grünen machen alles kaputt. Die haben doch die komplette deutsche Wirtschaft zerstört. Und zwar am Mittwochmorgen um 9:30. Das muss man sich mal vorstellen. Morgens um 9:30 haben die schon die komplette deutsche Wirtschaft zerstört. Da hat der Rest der Republik noch nie mal seinen Knoppers gefressen. Was uns ja auch von den Grünen genommen wird. Ja, weil der Özdemir ja Süßigkeitenwerbung verbietet. Ja, und wenn nicht mehr an jeder Straßenecke ein Plakat für Schokoriegel steht, ja, woher soll ich dann wissen, dass man Schokoriegel in jedem scheiß Supermarkt kartonweise kaufen kann? Aber wo soll das denn noch hinführen, wenn ich nicht regelmäßig Werbung für Granofink sehe? Dann struller ich mir doch den ganzen Tag in die Hose. Da läuft's mir den ganzen Tag in die Buchse und ich weiß nicht mal warum. Ne, aber ich weiß, wer schuld sind. Die Grünen. Ne, allein dieser ganze Familienfilz in Habecks Clan regiertem Wirtschaftsministerium. Mein Gott, war ich geschockt. Aber das hat's doch vorher nie gegeben. Oder können Sie sich noch daran erinnern, dass der bayerische Kulturstaatssekretär Bernd Sippler von der CSU über Jahre seine Frau und seine Mutter angestellt hat? Oder dass der CSU-Landwirtschaftsminister Helmut Brunner seiner Frau einen Job besorgt hat? Oder dass die CSU-Justizministerin Beate Merk ihre Schwester für sich arbeiten ließ? Oder dass der CSU-Kultusminister Ludwig Spenle seine Frau als Mitarbeiterin eingestellt hat? Oder dass der CSU-Fraktionschef Georg Schmidt mindestens 340.000 Euro an Sozialbeiträgen hinterzogen hat, weil seine Frau und eine Mitarbeiterin 22 Jahre lang als Scheinselbstständige angestellt waren? Oder dass die bayerische Tochter des CSU-Generalsekretärs Gerold Tantler, der schon in die Zwick-Affäre verwickelt war, dass diese Tochter namens Andrea Tantler Millionenprovisionen für Maskenlieferungen an den Staat abgezockt haben soll? Ich kann mich da nicht dran erinnern. Es tut doch so gut, den Grünen mal so richtig schön die Fresse zu polieren, oder? Mal endlich wissen, wer uns den ganzen Scheiß eingebrockt hat. Denn nicht wir als Gesellschaft haben jahrzehntelang die Augen vom Klimawandel verschlossen, sondern die Grünen.
Denn nicht die deutsche Wirtschaft hat entscheidende Veränderungen verpennt und notwendige Transformationen vor sich hergeschoben, sondern die Grünen. Denn nicht wir haben uns von fossilen Energien abhängig gemacht, sondern die Grünen. Das tut so gut. Zum Glück haben wir die. Damit wenigstens irgendjemand an unserem Versagen schuld ist, genießen Sie den Klimawandel. Hallo, wenn ihr mehr von den Mitternachtsspitzen sehen wollt, dann abonniert den Kanal oder drückt hier oder da oder hier. Oh nee.